Hi, mein Name ist Giovanna Winterfeld. Ich bin Mutter und Synchronsprecherin aus Berlin. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, mich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Und diese Entscheidung hat mir im Hinblick auf unsere heutige Gesellschaft in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Als schwarze Frau, zum Teil aufgewachsen in Brandenburg, kann man sich vorstellen, dass ich in meinem Leben schon das ein oder andere Mal mit tatsächlichem Rassismus konfrontiert war. Ich muss aber an dieser Stelle zugeben, dass ich den größeren Rassismus und echte Diskriminierung vor allem in den letzten Jahren aufgrund meiner Entscheidung, mich nicht nur nicht impfen zu lassen, sondern auch offen dazu zu stehen, zu spüren bekommen habe. Ich wurde im Arbeitsumfeld diskreditiert, mir wurden Rollen weggenommen, es gab Shitstorms auf Social Media, weil ich die Einzige war, die den Mund aufgemacht hat, als eine Regisseurin öffentlich hetzte, man solle Namen nennen, Ungeimpfte an den Pranger stellen und sie sich ordentlich vorknöpfen. Besagter Vorfall ging dann bis hoch in die Chefetage. Aber nicht aufgrund der offensichtlichen Hetze, sondern aufgrund meines angeblichen Fehlverhaltens. Langjährige Arbeitspartner und Freunde haben sich von mir abgewandt und Projekte gecancelt, weil ich im Rahmen der Künstlerinitiative alles dicht machen und alles auf den Tisch Fragen gestellt habe. Ich wurde als Nazi und als Onkel Tom bezeichnet, der Nazis zuarbeitet, weil ich gegen die teils viel zu harten Maßnahmen mobil gemacht habe und auf die Straße gegangen bin. Was laut Grundgesetz nicht nur mein gutes Recht, sondern vielleicht sogar meine Bürgerpflicht ist. Und heute will schockierenderweise niemand bei besagter Hetze mitgemacht haben. Wo seid ihr alle, die ihr mitgemacht habt? Ich fordere eine angemessene Aufarbeitung der letzten Jahre. Don't let them off the hook. Das kann so leider nicht stehen gelassen werden. Das war's von mir aus Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.